Liebe Zuschauer, in den USA ist einiges im Gang. Sportwetten werden jetzt erlaubt und das bedeutet natürlich einen mächtigen Umbruch für die ganze Industrie und viel Geld wird da im Spiel sein. Bei mir ist der US-Experte Thomas Rudi. Er ist der Gründer von White Rock. Schön, dass Sie hier in Berlin sind. Sonst sind Sie ja viel auch in den USA in der Sportszene unterwegs. Ja, was bedeutet das jetzt für die amerikanische Wirtschaft? Ist da ein ganzer neuer Zweig im Kommen? Das auf jeden Fall. Wie gesagt, in Deutschland kennt man das ja, Sportwetten, gerade auf die Fußball-Bundesliga. Da sieht man die Werbung am ganzen Tag, auf jedem Sender, wenn die Bundesliga läuft. B-Win, Bet and Win. Man kann Geld ausgeben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn das in den USA ankommt, das wird ein Riesengeschäft. Das heißt, die Wettunternehmen, Daily Fantasy Sports, da gibt es zum Beispiel DraftKings und FanDuel, die werden damit richtig gut Geld verdienen, weil sie auf einmal legal agieren konnten. Bisher war es nur so, dass man in Las Vegas auf Sportwetten reagieren durfte und Wetten abgeben durfte. Man musste also physisch dorthin reisen. Jetzt geht das im Internet, wird ein Riesengeschäft, wird auch den Vereinen helfen, wird allen Firmen helfen, Milliardengeschäft. Wir haben das ja auch immer wieder beim Super Bowl gesehen, was da für Summen auch im Sport möglich sind. Ist das denn gesund? Ist das wirklich gut? Oder wird jetzt alles noch teurer und werden vielleicht die Preise dann auch noch irgendwie umgeschlagen auf Kunden, die in Spiele gehen wollen? Ja gut, es wird dahingegen natürlich teurer, dass die Leute jetzt auf einmal Geld nicht mehr nur für Tickets und Hotdogs und es im Fernsehen zu geben ausgeben, sondern auf einmal auch noch wetten. Das heißt, einige Leute werden damit Geld verdienen, die meisten werden ihr Geld damit verlieren. Das heißt, ja, Sport wird auf diese Hinsicht natürlich etwas teurer. Super Bowl ist natürlich immer ein Ausnahmeevent, aber Sportevents sind wirklich auch ein Bringer in der Medienlandschaft, die sehr, sehr attraktiv sind. Man muss sich mal überlegen, die Sportereignisse sind die meistgeschauten Ereignisse in den USA. Das geht noch vor Nachrichten oder großen Firmen und das wird auch so weitergehen. Das Potenzial ist noch lange nicht erschöpft. Können deutsche Anleger an der amerikanischen Sportbranche irgendwie teilhaben, profitieren und anlegen? Ja, also zum Beispiel FanDuel und DraftKings, die stehen kurz vor der Fusion. Das heißt, da könnte es sein, dass irgendwann mal ein Börsengang stattfindet und an diesen kann man natürlich teilnehmen. Es kann auch sein, dass natürlich europäische Wettanbieter, die jetzt schon in der Börse gehandelt werden, auch zum Beispiel nach Amerika schauen werden und dort aktiv werden werden. Aber wir können natürlich auch sicher gehen, dass allgemein die gesamte Sportindustrie davon profitiert. Denn das Geld, das dann wieder ankommt, wird in allen Branchen ausgegeben. Das heißt, ich sehe zum Beispiel sogar auch Effekte bei Adidas und bei Nike. Also für viele Firmen sicher ein Vorteil. Wir werden das im Auge behalten. Danke Ihnen, Thomas Rudi, der Gründer von White Rock. Und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.